Wer von Ihnen war schon einmal in einer meiner Shows? Wer interessiert sich generell für Zauberkunst und Magie? Bitte heben Sie Ihren Arm. Wer nicht? Okay, kein Problem, das ist therapierbar, aber das ist nicht der Grund, warum ich heute hier bin. Nein, ich bin heute hier, weil ich Ihnen verraten möchte, wie Staunen die Kraft hat, Ihr Leben zu verändern und Sie nicht nur zu einem glücklicheren, sondern auch zu einem kreativeren Menschen zu machen. Bitte mal alle Paare aufzeigen. Alle Paare sollten theoretisch eine gerade Anzahl von Händen sein. Oh ja, hier in der vierten Reihe, ja, der Herr, der gerade die Hand hebt, ja, und die Dame mit der Brille. Bitte kommen Sie zu mir auf die Bühne, hier über die rechten Stufen. Übrigens, wer, ja, ja. Hallo, hallo, kommt bitte mit. Ja. Wer hätte übrigens niemals aufgezeigt, wonach ich gefragt hätte, egal wonach. Okay. So, wie heißt ihr beide? Hallo, ich bin Sabine. Sabine und? Gerald. Das ist Gerald, das ist richtig. Ja, Gerald, bitte komm mal hier auf die linke Seite, nimm hier Platz. Und Sabine hier auf der rechten. Na, wie lange seid ihr schon ein Paar? Jahre. Ja. Und du? Auch. Wunderbar, ja. Nichts außer Liebe, meine Damen und Herren, nach nichts außer Liebe dürstet die menschliche Seele mehr als nach Staunen. Und bevor wir darüber sprechen können, sollten wir es erleben. Ich bitte euch in den nächsten paar Minuten, die beiden hatten keine Ahnung, dass sie auf die Bühne kommen werden. Sabine, nimm deine Brille bitte runter. Häng sie vielleicht hier auf dein Shirt auf. Genau. Ich möchte euch, dass ihr in den nächsten paar Minuten ganz genau darauf konzentrieren könnt, was ihr spürt, wo ihr es spürt und vor allem auch wie oft. Deswegen bitte ich euch, eure Augen zu schließen, ja? Kopf nach vorne fallen lassen, ganz entspannt bleiben, genau in dieser Position bleiben. Und achtet bitte ganz genau darauf, was ihr spürt, wo ihr es spürt und vor allem auch, wie oft ihr es spürt. Bitte sagt nichts und Augen geschlossen halten. Wenn ihr gerade eine Berührung gespürt habt, dann hebt bitte euren linken Arm. Ganz hoch, damit sie das sehen kann. Und zeigt uns mit der linken Hand an, wo ihr diese Berührung gespürt habt. Zeigt bitte mit der linken Hand an, wie viele Berührungen ihr auf der Nase gespürt habt. Ganz deutlich zeigen fürs Publikum, wenn sie das sieht. Eine, genau. Ihr könnt den Arm wieder senken, Augen geschlossen halten. Wenn ihr gerade eine Berührung gespürt habt, dann hebt bitte auch den linken Arm. Zeigt bitte mit der linken Hand an, wie viele Berührungen ihr gespürt habt. Und ihr zeigt es auch mit denselben Fingern an, finde ich sehr schön. Zeigt bitte mit der linken Hand an, wo ihr diese Berührung gespürt habt. Ihr könnt den Arm wieder senken. Noch einmal zur Kontrolle. Wie viele Berührungen habt ihr gespürt auf der rechten Schulter? Gerade eben, zeigt es an. 2, ausgezeichnet. Ihr könnt den Arm wieder senken. Zu guter Letzt bitte ich euch genau in dem Moment, in dem ihr die Berührung wieder gemeinsam spürt, eure Augen zu öffnen und aufzustehen. Nicht davor, nicht danach, sondern genau in dem Moment, in dem ihr die nächste Berührung spürt. Also, ihr könnt euch das Ganze auf Video anschauen. Ich halte mich kurz. Ich habe euch gefragt, ob ihr eine Berührung gespürt habt und ihr habt beide immer wieder aufgezeigt, beide gleichzeitig gespürt, aber ich habe deine Nase niemals berührt. Ich habe nur seine Nase berührt, du hast gespürt, was er gespürt hat. Ja? Und umgekehrt hat es auch funktioniert, weil ich habe nur ihre Schulter berührt, niemand hat deine Schulter berührt und auch das hat jeder hier im Saal gesehen. Und am Ende, als ihr beide aufgestanden seid, habt ihr eindeutig die Berührung gespürt am Hals, ist das richtig? Ich habe auch da nur seinen Hals berührt, niemand war auch nur in deiner Nähe. Jetzt kannst du die Brille wieder aufsetzen. Ja, da ist niemand da. Ja. Wie gesagt, ist alles auf Video. Vielen Dank fürs Mitmachen. Dankeschön, Sabine. Danke dir.
Dankeschön. Sympathisches Paar. So, wer von Ihnen hat sich jetzt in dem Moment, als dieser magische Effekt immer wieder geschah, wer hat sich da gut gefühlt? Für wen war das eine angenehme Erfahrung? Bitte summen Sie jetzt. Wem ging es dabei schlecht? Wer hatte körperliche Schmerzen? Bitte stehen Sie auf. Also, wir sind uns einig, Staunen ist etwas Schönes. Und jetzt kommt die Frage. Und warum tun wir es dann so selten? Seit ich mich vor über 20 Jahren begonnen habe, mit der Zauberkunst zu beschäftigen, frage ich mich auch, was ist eigentlich Staunen? Worüber staunen wir? Warum staunen wir? Was ist dieses wunderbare Gefühl? Von Johann Wolfgang von Goethe stammt das Zitat, das Höchste, wozu der Mensch gelangen kann, ist das Erstaunen. Aber das ist eigentlich paradox, oder? Denn staunen können wir doch gerade als Kinder so gut. Und dann, wenn wir dazulernen, erwachsen werden, stumpfen wir ab, verlernen es und das Staunen wird immer weniger. Dabei findet man Magie doch überall, im Alltag. Alles um uns herum ist wahre Magie, weil wir es in ihrem Innersten niemals verstehen werden, nie erklären werden können. Raum, Zeit, Bewusstsein, die reinsten Wunder. Ein Gedankenbeispiel. Stellen Sie sich vor, Sie sind gemeinsam mit 30.000 anderen im Wald und Ihre Aufgabe ist es, eine Stadt zu bauen. Mit allem, was eine Stadt so braucht. Also Straßen, Hospitäler, Kindergärten, Friedhöfe und Sie haben erschwerte Bedingungen. Keine Bauverzeige, keinen Strom, keine Baupläne. Niemand der 30.000 kann entweder schreiben oder lesen und Sie haben genau 3 Wochen Zeit. Unmöglich, oder? Aber genau das ist es, was Ameisen tun, wenn sie einen Ameisenhügel bauen müssen. Und die Wissenschaft kann sich bis heute nicht erklären, woher Ameisen diese kollektive Intelligenz nehmen, sodass jeder ganz genau weiß, was zu tun ist, um eine solche Stadt zu bauen. Aber Staunen ist noch viel mehr. Staunen ist Neugier. Staunen und Neugier, das ist ein untrennbares Paar. Denn wer nie staunt, wird nichts hinterfragen. Aber auch umgekehrt, wer nichts hinterfragt, wird niemals ins Staunen kommen. Staunende Menschen fragen mehr, wissen mehr und erleben mehr. Staunen ist aber auch Inspiration. Weiterzugehen, größer zu denken, das Unmögliche möglich zu machen. Und letzten Endes bedeutet Staunen auch Kreativität. Ich bin darauf angewiesen, immer wieder neue Kunststücke, neue Tricks, neue Präsentationen zu entwickeln. Und genauso sind wir alle jeden Tag gefordert, im Beruf wie im Privatleben, immer wieder neue kreative Lösungen für neue Probleme zu finden. Und genau darum geht es heute. Wie komme ich wieder in dieses Staunen, das es mir ermöglicht, solche Lösungen zu finden? Ich habe in meinem Buch habe ich diese Techniken entwickelt und ich hatte ein ähnliches Problem wie Sie, denn als ich vor 20 Jahren zu zaubern begonnen habe, da war für mich, das war wie eine Offenbarung. Ich habe gestaunt 1-2 Jahre lang über all diese Wunder und ich habe dieses Gefühl, wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird, das habe ich da wirklich wieder erlebt. Ich war wie ein kleines Kind. Aber irgendwann habe ich die Kunststücke erfahren, ich habe gewusst, wie sie funktionieren, ich habe sie gelernt und ich habe dieses Staunen verloren. Ich beneide Sie bis heute darum, dass Sie nicht wissen, wie diese Kunststücke funktionieren. Ich aber wollte dieses Gefühl für mich in den Alltag hinüberretten. Also musste ich einen Weg finden, wie das geht. Und ich habe Techniken gefunden, die ich in meinem Buch beschreibe. Meine liebste Technik, die schenke ich Ihnen gleich, das ist eine Frage. Und diese Frage läuft bei mir ab wie ein Backup-Programm die ganze Zeit im Hinterkopf. Auch vorhin in der Garderobe. Und diese Frage lautet, was wäre, wenn es umgekehrt wäre? Wenn Sie sich diese Frage die ganze Zeit überstellen, dann entstehen skurrile Fragen und manchmal sogar weltbewegende. Zum Beispiel, was wäre, wenn in einem Fußballstadion 50.000 Menschen nackt wären? Alle. Die Zuschauer, die Spieler laufen nackt herum, der Schiedsrichter. Und plötzlich beginnen alle zu lachen, das Spiel wird unterbrochen, weil ein einziger Flitzer, voll bekleidet, über das Spielfeld läuft. Ja? Man kann auch Geschäftsideen entwickeln, zum Beispiel mit der Frage, was wäre, wenn wir die Möbel nicht selbst zusammenbauen, sondern es unsere Kunden machen lassen zu Hause.
Und diese Frage haben sich wahrscheinlich auch ganz berühmte Persönlichkeiten in unserer Geschichte gestellt. Wie zum Beispiel, was wäre, wenn sich die Sonne nicht um die Erde dreht, sondern umgekehrt? Was wäre, wenn wir einen ungeliebten kolonialen Herrn nicht mit Gewalt aus dem Land vertreiben, sondern mit Friedfertigkeit und passivem Widerstand? Und diese Frage kann sogar so weit gehen, dass man Dogmen, Glaubensgrundsätze, die völlig außer Zweifel gestellt sind, dass man die in Frage stellen kann, die unser Selbstbild und das Bild von unserem Universum im tiefsten erschüttern. Einstein war einer der ganz, ganz wenigen, die sich diese Frage zu stellen getraut haben. Was wäre, wenn Zeit nicht konstant wäre, sondern relativ? Auch ich bekomme immer wieder Fragen gestellt, meistens die gleichen nach der Vorführung. Die Top 3 Fragen habe ich auch in meinem Buch beantwortet. Das ist, wie geht das? Antwort, gut. Die zweite Frage, kann das jeder? Antwort, ja, mit viel Übung gut, mit etwas Talent besser. Und die dritte Frage, kann man davon leben? Und das Tolle an der dritten Frage ist, dass Sie die Antwort in meinem Buch nicht nur nachlesen können, Sie können sie auch aktiv beeinflussen, indem Sie es kaufen. Aber, nein, nein. Meine Kollegen hinten, die lachen auch gerade, weil die wissen, wie viel einem als Autor von einem Buch übrig bleibt. Aber nein, auch dieses Buch entstand aus der Frage, was wäre, wenn es umgekehrt wäre? Was wäre, wenn ich das Buch nicht schreiben würde, sondern das Buch mich zum Leben erwecken würde? Und wenn Sie sich diese Frage die ganze Zeit überstellen, das ist wie ein Spiel im Kopf, dann wird Sie diese Frage zum Lachen bringen und zum Staunen bringen. Und das hält Sie jung. Weil wir verlernen das Spielen und das Lachen und das Staunen nicht, weil wir alt werden, sondern wir werden alt, weil wir das Lachen, Spielen und Staunen verlernen. Oder mit Erich Kästner, nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch. Also, spielen wir nochmal. Ich bräuchte nochmal einen Freiwilligen, den ich gleich hier aussuchen werde. Jemand mit einem Sakko. Ah, der Herr hier in der dritten Reihe ganz rechts. Ja, ja, bitte stehen Sie auf. Und stellvertretend für alle anderen einen Riesenapplaus. Ansteigend hier auf die Bühne. Hallo. Wie heißt du? Daniel. Daniel, wir haben uns nicht zuvor gesehen, ist das richtig? Ja. Ausgezeichnet. Schaust nicht so unglücklich drüber aus. Ist okay, ja. Nein, wir haben nichts abgesprochen, meine Damen und Herren, wir haben uns nie zuvor gesehen. Daniel, ich möchte, dass du an eine Person denkst, deren Geburtsjahr du kennst. Datum ist jetzt nicht so wichtig, aber das Jahr ist wichtig. Und sie sollte erwachsen sein. Also nicht dein Kind. Ich weiß, ja. Eine erwachsene Person, deren Geburtsjahr du kennst. Dich unmöglich wissen kann. Mama, Papa, Geschwister. Okay? Jetzt möchte ich nicht, dass das Publikum glaubt, Daniel ist ein netter Mensch, der hätte sowieso zu allem Ja und Amen gesagt, egal was der Luca herausfindet. Deswegen lasse ich ihn seine Wahl aufschreiben. Du denkst an diese Person und an diese Zahl, an dieses Ja. Bitte sehr. Ich möchte es nicht sehen. Bitte ab jetzt nichts mehr sagen, soll eine Überraschung werden. Schreib es hier auf. Und ich werde versuchen, Daniels Gedanken zu lesen und diese Zahl herauszufinden. Mit einer ganz besonderen Technik auf der Flipchart hier nebenan. Vielleicht kannst du diese Karte hier einmal, zweimal gefaltet gut sichtbar in deiner Tasche aufbewahren. Genau hier. Und denk bitte jetzt an diese Jahreszahl. Eigentlich brauchen wir nur die letzten beiden Ziffern. Denk nur die letzten beiden Ziffern. Okay, ich empfange noch nichts. Komm hier rüber bitte. Sieh mal auf diese Flipchart. Vielleicht kannst du es hier dir vorstellen. Sehen Sie was? Auch nicht, ja? Okay, kein Problem. Daniel, ich kann deine Gedanken sichtbar machen mit einem Instrument, das ich erfunden habe. Hier, mit diesem Stift. Hier drinnen vorstellen, in diesem Quadrat. Stell dir diese zweistellige Zahl hier vor, die letzten beiden, oder vielleicht mal nur mal die erste Ziffer, ja? Nein, vielleicht nur mal den unteren Teil der ersten Ziffer. So, ja. Oder, weißt du was, Daniel, schick mir diese Zahl einfach in lauter kleinen Teilen. Lassen Sie sich nicht täuschen, das sind 16 gleichmäßige Quadrate. Gut, oh ja, jetzt beginnt sich hier etwas zu verfestigen. Ja, ich glaube, da kann ich was erkennen.
oh je. Und das ist genau der Punkt, wo ich mich frage oder gefragt habe, was wäre, wenn die Zahlen jetzt nicht von mir kommen, sondern von Ihnen? Ich bitte Sie, gemeinsam einen Countdown zu zählen von 30 hinunter, wenn ich sage, jetzt, jetzt! War nicht einfach, ja? Da habe ich mich nochmal verschrieben, ja? Also das ist 24 hier. Sie sehen, ich habe zwei Zahlen ausgelassen, ja? 26 und 25 habe ich ausgelassen. Das musste ich, denn sonst wäre das hier nicht möglich gewesen. Daniel, sag uns zum ersten Mal, ist die Zahl, an die du denkst, zweistellige Zahl, das Geburtsjahr der Person, an die du denkst, ist das hier drauf? Nein, die letzten zwei. Ja? Nein? Moment. Die Zahlen, die du hier aufgeschrieben hast, sind nicht da drauf. Aber welche Zahl hast du gedacht? 4 und 8. 84. Ja, um ehrlich zu sein, wenn ich seine Gedanken gelesen hätte, das hätten sie erwartet, oder? Aber, dass die Zahlen, die von Ihnen kamen, von Ihrem Countdown die Zahl, an die Daniel gedacht hat, ergeben. Zählen Sie mal die Zahlen der ersten Reihe zusammen. 30 und 15 ist 45 und 21 ist 66 und 18 ist 84. Aber auch die zweite. 17, 22, 16 und 29 ist 84. Auch die dritte Zeile. 14, 27, 19 und 24 ist 84 und auch die vierte Zahl, 23, 20, 28 und 13 ist 84. Aber nicht nur die Reihen, sondern auch die Spalten. Das ist 84, das ist 84, das ist 84 und das ist 84. Stefan hat hier, während ich hier alles aufgeschrieben habe, hatte das auf meinem iPad eingetippt, damit Sie das ganz genau sehen können. So. Damit Sie sehen können, welche Möglichkeiten es gibt. Hoppla. Oh. Moment. Ich mache das nochmal. Das schneiden wir dann später raus. Welche Möglichkeiten es gibt. Die Zahl 84 hier zu zeigen. Denn nicht nur die Reihen ergeben 84 und die Spalten, sondern auch die Diagonalen. Auch diese. Auch die kurzen Diagonalen. Die Ecken. Diese vier. Diese vier. Die nächsten vier links unten und die vier rechts unten. Genauso wie diese vier in der Mitte ergeben immer 84, die Zahlen, die er nur gedacht hat. Es gibt über 40 Möglichkeiten, hier die Zahl 84 zu finden. Aber Moment. Er hatte nicht an irgendeine Zahl gedacht, sondern an eine Person, richtig? Moment, nicht sagen. Ich kann das ausrechnen, an welche Person du denkst. Ja? Das ist relativ einfach. Also, wenn man weiß, wie es geht. Ja? Man muss nur zuallererst die Quersumme dieser Zahlen dividieren durch das Quadrat dieser Zahlen und dann multiplizieren mit diesen beiden Ecken, kommt man auf 9,12, ich habe es jetzt schnell gemacht, da weiß ich, der erste Buchstabe, also der neunte Buchstabe im Alphabet, das ist ein I, das heißt, der Name muss mit I beginnen, ist das richtig? Genau. Die nächsten Buchstaben sind ein bisschen schwieriger, die muss man da hier so dann mit dem Sinus, und da kommt ein S, ein A, da kommt das B, da habe ich ein E, ein L, hinten kommt dann das zweite L, genau, und da ist nochmal ein A, und denkst dann Isabella, ist das richtig? Dankeschön. Danke, Daniel.
Ich hoffe, ich habe Sie dazu angeregt, in Zukunft auch mal wieder etwas öfter zu staunen. Und ich würde mich freuen, wenn ich Sie auch ein klein wenig berührt habe. Dankeschön. Lukas!